Was geht, Börnische Nation? Mein Name lautet Danny Börnisch. Willkommen zurück zu unserem Black Ops 2 Road to Commander. Endlich geht es weiter, meine Freunde, denn wir sind hier stehen geblieben, haben es noch nicht zu Ende gebracht. Und frage ich mich allerdings, war ich schon Level 50? War ich nicht Level 49? Und wie kommt es dazu, dass ich Level 50 bin? Das ist ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, gerade in dem Moment. Aber ich habe schon lange nicht mehr gespielt und ich muss sagen, ich mache jetzt einfach alles mit euch hier. Welche Waffe wir nehmen werden und so weiter und so fort, werde ich alles mit euch entscheiden, denke ich. Und ich denke erstmal zur Aufwärmung, weil es schon eine lange, lange Zeit her ist, dass ich das überhaupt gespielt habe, werden wir meine Lieblingswaffe, die Friedensstifter, spielen mit dem... So. Also ich habe schon eine Weile her und ich denke, erstmal versuchen wir auf jeden Fall, also das erste Road to Commander, was wir beenden werden, ist natürlich Black Ops 2. Und danach werden wir erstmal... Moment mal, ich glaube, ich werde... Ah ja, diese Granaten benutze ich sowieso nicht. Ich finde, das ist so ein Mist, aber auch diese Scheißgranaten. S-Mine ist ganz in Ordnung. Ja, S-Mine aber... Oder C4. Meinetwegen, ich nehme C4, Leute, aber nur, weil ihr es seid. So, Handgranate, genau. Alles klar. Jetzt nehmen wir noch eine schöne Tarnung, damit unsere Waffe richtig sexy aussieht. Danke, denn ich bin so glücklich in dem Moment. Oh, verdammt, what the fuck. Hör auf damit. Oh, jetzt bringt mich das Spiel noch dazu, irgendwas zu kaufen. Ja, definitiv. Gut, wir nehmen die grüne Tarnung, weil sie sehr, sehr schön aussieht. Moment mal, bevor es wirklich losgeht. Ja, wir haben Zähigkeit dabei, alles klar. Lass uns loslegen. Gleich mit einer kurzen Team-Deathmatch-Runde erstmal, denn wir wollen erstmal warm werden. Ich habe nämlich lange kein Black Ops 2 mehr gespielt. Ah, ich weiß noch, als wir damit angefangen haben. Das waren Zeiten. Übrigens, wer andere Parts verpasst hat, Link in der Beschreibung zu den ganzen anderen Parts von My Road to Commander hier in Black Ops 2. Außerdem habe ich noch eins in der Modern Warfare 2. Wer das Modern Warfare 2 nicht guckt, weil er vielleicht sich dafür nicht interessiert, der kann es ja trotzdem gerne auschecken. Ist auch ein gutes Road to Commander, auch wenn ich mich sehr, sehr aufrege. Und es geht los hier auf dieser sexy Map. Danke, ich bin so glücklich. Okay. Oh, oh, ich dachte, das wäre gerade ein Gegner. Sorry, denn ich liebe deine Muskeln. Jeder liebt meine Muskeln. Jeder. Hoffentlich verstehst du das irgendwann, du Blödmann. Okay, da ist einer. Gib mir den. Ich verstehe nicht. Eine Sache verstehe ich nicht. Und zwar mein Teammate. Wie konnte er ihn nicht sehen? Das verstehe ich nicht. Hier ist ein Gegner. Gott, ich laufe hier so wie ein Spasti herum, aber finde gar nichts. Was ist denn los hier, Alter? Oh, ich habe das Gefühl, hinter mir kommt jemand. Jesus, also ich fühle mich da richtig komisch. Ich hasse das. Das ist etwas, was ich in COD richtig hasse. Ja, endlich. Danke, dass ich den Kill bekommen habe. Ich bin so glücklich. Weil manchmal finde ich einfach keine Gegner. Von auf dieser Map nicht. Da muss ich immer ein bisschen spekulieren, wo die Gegner sind überhaupt. Und dann renne ich rum und renne rum und renne rum, aber finde einfach niemanden. Also so wirklich niemanden. Jetzt zum Beispiel jetzt. Wie viele Gegner haben wir? Wir haben sogar 5 Gegner. Und ich renne und renne rum und finde niemanden. Alter Schwede. Ich denke, die müssten hier spawnen. Ich denke, wir zocken dann auch ab der nächsten Runde mehr Herrschaft. Weil mir geht das auf den Pisser, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn wir immer hier rumrennen, aber keinen finden. Keinen. Keinen. Und das Schlimmste, Leute. Das Schlimmste ist, wenn wir keinen finden und dann sterben. Das ist das Allerschlimmste. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann in COD. Wenn ich keinen finde und dann sterbe, dann schreie ich mal rum. Ich denke, oh, nein. Oh mein Gott, wo bin ich? Ich habe ihn nicht gesehen. Oh, ich hätte mir wenigstens die Killcam ansehen wollen. Die war bestimmt richtig prohaft. Na gut, der erste hat auch nicht gerade viele Kills. Auf jeden Fall läuft bei uns. Da hinten sind die alle gerade, alle. Oh, ich hab C4, keine Semtex dabei. Ich bin so ein Genie, aber auch. Oh mein Gott. Ja, von da hinten kommt einer. Jesus, auf diesem Map habe ich auch noch nie gespielt. Ah, oh, oh mein Gott, what the fuck? Jesus, von wo kommst du denn? Santa Maria, Equandoria. Oh mein Gott, Picobella, hab ich... Picobella, ich hasse, ich hasse Marmelade. Ich mag Marmelade. Oh mein Gott, Mama mia, ich kenne die Map nicht mehr auswendig. Okay, ich weiß nicht, aber ich finde, das war auch ein bisschen Glück mehr als Verstand, jetzt um ehrlich zu sein. Und damit das unter uns bleibt. Jesus, die Gegner laufen mir vor meine Flinte. Wie, keine Ahnung was. Mir fällt kein Vergleich ein. Ich muss ernsthaft gestehen. Oh mein Gott, du lieber Sniper, du bist der Beste ever. Bin so glücklich, dass du existierst. Oh, von rechts und von links. Wow. Wow, wow, wow. Ja. Ich habe sogar das Gefühl gehabt, ich habe zuerst geschossen. Habe ich sogar das Gefühl gehabt. Um ganz, ganz ehrlich zu sein. Feindliche Drohne nähert. Feindliche Drohne, verdammt. Ich hasse das. Nein, ja, das passiert immer, wenn die eine feindliche Drohne haben. Haben 10 zu 4. Ich weiß nicht. Ich glaube, bei mir kommt es mittlerweile auch gar nicht mehr so aufs Gameplay an. Leider ist das... Keine Ausreden. Nein.
Also ich würde mir das ernsthaft richtig abgewöhnen, Ausreden zu suchen. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich mach's immer wieder. Und jedes Mal, wenn ich mir meine eigenen Videos ansehe. Wow. Wow. Alter Schwede. Also ich muss... Alter. Ich hätte niemals erwartet, dass er mich dann auch killen wird. So, mal unter uns. Gott, manche Sniper haben es hier echt richtig drauf. Oh mein Gott, hinter mir. Oh, what the fuck. Jetzt sterbe ich die ganze Zeit. Mama mia. Ich zerstöre auch meine KD immer und immer wieder richtig schrecklich. Meine Nase juckt. Verpiss dich, du. Noch mehr davon. Alter Schwede. Oh mein Gott, what the fuck. Ziel ausgeschaltet. Wie viele soll es davon noch geben, Alter? Meine Nase. Ich habe das Gefühl, hier sind überall Sniper nur. Alles, diese ganze Lobby besteht aus Snipern. Wow. Ja, ich kann euch aber auch nicht versprechen, dass ich nicht mehr schreien werde. Heute bin ich ein bisschen besser gelaunt. Aber wenn ich zum Beispiel sagen wir so mittelgelaunt bin und mich das Spiel dazu bringt, schlecht gelaunt zu sein. Das ist bei COD manchmal so. Da bin ich gut gelaunt oder mittelgelaunt. Und dann bin ich auf einmal ja schlecht gelaunt. Dann schreie ich rum. Dann schreie ich richtig rum. So, den bringen wir kurz um. Ich denke, da müssen sich ein paar Gegner befinden. Hier. Wo geht's hier lang? Ich habe Candy Map ja nicht mal auswendig. Das ist das Problem. Guck mal meine Teammates an. Die beste Teammates ever. Wow. Ich dachte, ich mache mal einen Kill mit der C4, dachte ich gerade. Das wäre aber auch ein Wunder gewesen. Okay, da kommt einer. Da kommt einer. Oh, verdammt, was mache ich da? Bester Spieler ever. Konterdrohne erwartet Befehle. Konterdrohne erwartet Befehle. Ich bin so glücklich. Konterdrohne so, Konterdrohne auch sehr unterschätzt. Ich weiß aber gar nicht, wieso ich die dabei habe. Wahrscheinlich, um mein Team ein bisschen zu supporten. Was? Wollt ihr mich... Nein, ich habe kein C4 mehr. Ah, what the fuck? Wieso ich? What the fuck? Das sind so scheiß Lucky Shots. Jesus. Ah, ich C4, ich bin so schlecht mit C4. Könnt ihr mir alle in die Kommentare schreiben, bitte, wie schlecht ich mit C4 bin. Damit ich das noch genauer weiß. Ich weiß, ich hab's nie benutzt, nie. Aber das ist ändert nichts daran, dass ich einfach schlecht bin. Die Hater haben recht. Ich bin einfach eine schlechte Person. Was anderes kann man nicht ändern, ne? Wenn die Hater das sagen, dann ist es wohl so. Die Hater haben ja wohl immer recht. Oh, da... Wieso sieht er mich nicht? Übrigens, ich heb immer ab und zu mal... Ah, okay, wir haben gewonnen. Ah, okay. Erstes Spiel nach langer, langer Zeit. 75 zu 72, war auch ziemlich knapp, das Game. Aber ich muss sagen, ich gebe mich ganz zufrieden damit, bin glücklich. Wow, bester Killcam ever. Definitiv beste Killcam ever. Übrigens, ich sehe jetzt mein Mikrofon hier, glaube ich. Und ich sehe aus heute wie ein Penner, tut mir natürlich leid. Ja, es ist immer ein bisschen scheiße, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich weiß nicht. Ja, ich nehme Drogen. Auf jeden Fall. Okay. Jetzt sind wir in der Lobby. Und ich denke, ja, wir werden auf jeden Fall Zufall bestimmen, wer die Leute wählen. Drohne aus. Wer? Ich hasse Drohne. Und was können wir machen? Welche Waffe benutzen wir fürs nächste Game? Die habe ich auch noch nicht benutzt. Chicom, ne? Aber ich wünschte, ich hätte einen Scuff für die Xbox 360. Wer einen Scuff hat, bitte scheren. Nein, Spaß. Ich würde mir nie was scheren lassen, Leute. Ohne Scheiß, niemals. Ich könnte das gar nicht. Mir wurde schon mal angeboten, dass ich eine Konsole bekomme. Ich dachte mir, what the fuck. Kümmere dich lieber, verkauf die lieber, kriegst du ein bisschen Geld davon oder sowas. Aber lass mich bloß damit in Ruhe. Ich mag echt gar nichts. Gar nicht irgendwas geschenkt zu bekommen. Außer zu Geburtstag natürlich. Dann sage ich ihm immer, ja, hätte es nicht vielleicht was Größeres sein können oder sowas. Ja, Studio. Oh mein Gott. Immer wenn ich ein COD starte und eine Map kommt, die ich mag... Dann, ja, keine Ahnung. Dann bin ich glücklich. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Mit dem Mikrofon und sowas ist ein bisschen... So, jetzt bin ich ganz nah, dann hört ihr mich. Ich hoffe, ihr hört mich, wenn ich ganz nah dran bin. Ich hoffe, euch gefällt das. Gefällt euch das? Hm, definitiv mir auch. Gut, los geht's. Auf Studio, eine sehr, sehr schöne Map. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich überlege, welche Waffe ich nehmen sollte. Ich nehme mal auch Spaß, die hier. Die MP7. Welches Level sind wir? 50 immer noch. Ich denke, es wird ein bisschen dauern, bis wir Level 55 sind. Ich versuche es trotzdem noch für euch ein bisschen länger zu machen, weil... Bester Wurf ever. Ohne Scheiß, Alter. Oh mein Gott, what the fuck? Mama mia! Bitte sag mir, wie schlecht ich bin.
Oh, wow. Der kam von hinten, der Typ. Den habe ich nicht gesehen, leider. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Manchmal... Weiß nicht. Manchmal tut es mir schon irgendwie leid, so... Ja, manchmal... Sollte man am besten Drogen nehmen, dann vergisst man wenigstens alle Probleme. Verpiss dich, du Wichser. Motherfucker, Alter. Wichser, hör auf zu campen. Ich hasse diese Camper. Nein, nein, ich will auch mal C4-Kill machen. Ich sehe immer andere, die machen die übelsten C4-Kills. Und ich mache gar keine. Mein Handy klingelt. Hör auf damit. Das sind meine 10 Freundinnen, die mir gerade schreiben. So, vielen Dank für die Kills. Hör auf damit! Handy, ich mach keine Scherze mehr. Ich mach gerade ein Video. Danke, auch mein C4-Kill. Ich bin glücklich! Hör auf damit! Handy, bist du das? Ich meine das ernst, okay? Jetzt mal ehrlich, das vibriert die ganze Zeit. So, haben wir C4? Ja, haben wir. Gut, die müssen hier oben sein. Bitte keine Claymore, bitte keine Claymore. Danke. Oh, verdammt. Okay, wir haben Drohne. Sehr schön, wir wissen jetzt, wo die Gegner sind. Oh mein Gott. Das war eine knappe Geschichte. Oh, vor mir. Die sind alle im Haus, alle im Haus, alle im Haus. Hör auf, Handy. Ich mach keine Scherze mehr. Bist du das, Handy? Jesus, ich hab ihn schon so oft gesagt, er soll nicht nerven während der Aufnahme. Er macht's immer und immer wieder. Jesus, was ist... Jetzt mal ehrlich, das ist meine erste Session jetzt und ich spiele ja nicht mal gut oder sowas. Die Gegner laufen einfach so scheiß Wege. Ich dachte mal, ich sollte mich nicht beschweren. Das ist ja besser für mich, wenn ich schlecht spielen. So. Da sieht es wenigstens so aus, als wäre ich... Wow! Motherfucker, Alter. Habe auch das Gefühl, jeder benutzt die AL-94. Jeder. Fick dich, Bitch. Du hast mich schon verstanden, Schlampe. Sorry, sowas sagt man nicht. Bitte nehmt euch kein Beispiel an mir. Hier wird er nichts erwarten. Wie dumm kann man sein? Jesus. Und ich dachte, ich... Wow! Dieser immer, wenn ich sterbe, sterbe ich immer durch die AL-94, immer. Ah, übrigens, eine Sache, die... Oh mein Gott, hinter mir! Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte. Und zwar, ich denke auch gar nicht, dass wir, beziehungsweise ich... Also, natürlich, ich bin schon schlechter geworden, weil ich halt nicht so schaffe, ne? Ich spiele meistens nur mit euch gemeinsam so. Aber... ich denke allgemein, die Community ist besser geworden in COD. Das ist der Grund, denke ich, wieso ich quasi auch... Ja, jetzt geht's ja noch. Es hält sich in Grenzen, ne? Ist jetzt nicht das Atemberauschendste, was ich hier abgebe. Muss ich ja auch zugeben und so, aber... Ich denke allgemein, die Community ist besser geworden, so im Zocken von COD. Schauen natürlich viele YouTuber an, die einem auch helfen, besser zu... Ja, wow, mein Arschloch tut weh jetzt. Verdammt, wir haben eine Drohne wenigstens. Ich glaube, die kommen alle von dort. Ja, komm. Ein paar kommen davon, ein paar kommen von da. Ich warte kurz mal hier. Ja. Komm her lang, komm lang. What the fuck? Was zum Teufel? What the... Jetzt mal ehrlich? Ernsthaft jetzt? Nee, ne? Das ist jetzt ein Scherz, Alter. Also den hätte ich ja sofort haben müssen. Oh, wow. Hier kommen 3 Stück. Zu viele, Alter. Ja, das ist nur ein Sniper. Ungefährlich. Ist nur ein Sniper, ist ungefährlich. Wow! Er hat noch, ich glaube, kurz bevor er gestorben ist. Ja, wow, Alter. Ah. Okay, das war's. Das war eigentlich ganz okay, Spiel, schätze ich mal, für meine Verhältnisse im Moment. Oh, ich muss sagen, ich fühle mich echt wie ein Penner in letzter Zeit. Ich bin auch gerade extrem am Abnehmen. Ich bin nicht fett, Leute, ernsthaft nicht. Das verspreche ich, okay? Aber wenn ich ein bisschen zunehme, tendiere ich anscheinend dazu, im Gesicht zuzunehmen. Und ich finde es einfach so schrecklich, Leute. Und deswegen, ich bin echt hart am Trainieren. Also, habt noch Geduld. Ich werde noch so sexy wie damals. Okay? Okay? Okay. Okay, das war's für den Part. Wir sind immer noch Level 50. What the fuck? Freunde? Mann, ich habe keine Freunde. Wieso steht hier Freunde? Wo steht das? Keine Ahnung, wo das jetzt steht. No, keine Ahnung. Wir sehen ja im nächsten Part, wie lange es noch dauern wird, bis wir Level 51 sind. Vielen Dank fürs zu Ende schauen. Bitte vergesst nicht, das Video mit dem Daumen nach oben zu werten. Ich weiß es immer sehr, sehr zu schätzen, meine Leute und Bekanntschaften. Und dann denke ich, ja, dass ich euch im nächsten Video wiedersehen werde, nachdem ihr meinen Kanal abonniert habt und der Burnische Nation beigetreten seid. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!